Mahlzeit zusammen. Willkommen zurück. Letzten Folge in der Nordheider Woche. Der Fendt, wollte ich schon sagen, der Steier. Der ist unterwegs zum Viehhändler. Das hat zum Glück schon drin im Autodrive. Das steht im Kurs schon drin dafür. Ist auch ganz schön. Ui. Ist auch ganz schön hier lang, wa? Keine Zeit, aber wie? Und wir werden mal den Deutz schnappen. Deutz, der hat hier schön so Frontlader. Wenn wir uns mal ein bisschen Weizen denn aus dem Lager rausholen. So, wir müssen nur mal gucken, dass wir. Oh, oh. Das war unser Frontgewicht. Ja, es ist ausgewählt, wunderbar. So. Mal abmachen. Hier einmal. Den dran basteln. Hat er. Alles gut, müsste, sollte passen. So, passt. Die Schaufel kann man ja so dran bauen. Warum klappt meine Antwort-Taste nicht mehr? Auf dem Linkrad. Ich gerade gar nicht, aber okay. Sich irgendwas wohl umgestellt. So, wir müssen hier rein. Natürlich werden wir hier auch gleich aufmachen, dass wir auch wieder rauskommen. So, brauchen wir auch mal die Außenkamera mal. So, genau. Sehr schön. Vielleicht hat man die richtigen Dings. Richtige Treider. So. Aber natürlich erstmal ein paar Hühner kaufen. Ja? Ohne Hühner läuft hier gar nichts. So, ich will einen Hahn haben. Ich nehme ein paar weiße. Davon ein paar braune. Noch ein paar. Und davon noch ein paar. So. Sehr schön. Jetzt haben wir welche eigentlich. 19. 19 Hühner, also 18 Hühner, ein Hahn. Und die kriegen jetzt erstmal Weizen. Oh, war schon zu viel los. Wie viel? 500 Liter. Okay. Damit zurechtkommt. Aber wir könnten eigentlich trotzdem mal. Einen kleinen Haufen, den lasse ich jetzt mal hier liegen. So wie das ganze Blech. Ich hoffe, ich mache jetzt alles richtig, dass er auch abmacht. Ja, schön. Dann können wir es gleich stehen lassen. Und wir werden dann zum Shop fahren. Ein bisschen ja auch ein bisschen Landschaft sehen, ne? Aber ich nehme erstmal mein Dings mit. Ohne Frontgewicht möchte ich das nicht machen. So, einmal hochgefahren. Oh, ist auch schon bei Viehhändler. Natürlich sehr schön. Aber wir werden jetzt erstmal schön gemütlich
Mal zum Dings fahren, zum Shop. So haben wir den Shop schon mal angeguckt in der ersten Folge. Aber jetzt nochmal schön den Weg da mal so hinfahren. Der AI-Verkehr, der fängt ja hier gleich erst an bei der Kreuzung. Der war ja bei der Map so eingebaut, dass der einmal so im Kreis fährt. Ja, eigentlich hier hätten es auch ein paar, ich glaube zwei Autos so seitdem, glaube ich, da gestanden bei der Brücke. Aber ja, das hat irgendwie nicht funktioniert. Hat jetzt bei der Sievershusen-Map, da hat es funktioniert. Da habe ich den AE-Verkehr und auch die parkenden Autos, die sind alle da. Ich weiß gar nicht, was ich da anders gemacht habe. Ich habe es auch einfach alles so, ach gut, ich habe, ja stimmt. In der Map habe ich einfach so alles übernommen, die parkenden Autos, die habe ich ja gar nicht neu gemacht. Na gut. Ein bisschen eng. Hier kommen wir zu den schönen Staudamm. Finde ich eigentlich auch sehr schick gemacht. Kann er eigentlich hochgehen? Gucken wir mal ganz kurz hier. Kann man sich ja schön hinstellen. Ein bisschen Touristenfotos machen und so, ne? Ich hier hoch. Oh ja, ganz hoch. Siehst du? Ein bisschen Landschaft angucken. Herrlich. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also eigentlich durfte ja kein Wasser sein. Aber ich muss die Pläne so hoch machen, die Wasserpläne, sonst wäre es an allen an anderen Stellen hätte es mir nicht funktioniert. Also ganz komisch. Ich weiß nicht genau, woran das lag. Oder ob es eigentlich als, ob es da sein soll. So, weiter geht's. Ich verpasse die Einfahrt nicht zum Shop. Ah, ist wieder so ein Schleicher hier vor mir. Oh. Komm, schlaf nicht ein. Den Finger. Uschi. Ja, da wollte ich auch lang. Muss ich aber gleich hier rechts irgendwo rein. Hat nicht schon irgendwo das Schild vom Shop? Da, da steht's. Genau, und hier einmal rein. Ups. Da müsste eigentlich mein Wassertrailer schon stehen. Ist es aber nicht. Wieso bist du das nicht? Oder habe ich noch nicht gekauft? Nö, noch gar nicht gekauft. Auch sehr schön, ja. Mal ich mal gucken, ob ich Dings richtig gemacht habe. Ich weiß, das hat sich einmal verschoben, meine. Nee, steht wieder gerade, okay. Ich stand die, ich habe da auch was verschoben, da standen die Fahrzeuge ein bisschen schräg. Und jetzt passt es wieder. Sehr schön. So. Mhm. So ist noch ein Stück. Sonst wird das nichts. Ja, der hat keine Kabel, nichts, okay. So, dann müssen wir nur gucken, wo wir jetzt eine Wasserstelle als nächstes haben. So halt, bevor ich
Apropos Wasserstelle. Mal kurz hier mal im Schatten parken. Und dann werden wir mal gucken. Oh ja, können wir. Ja, wie gesagt, das ist für mich gerade das erste Mal. Da gibt es schmackhaftes Fleisch, okay. Was machen wir? Ich wollte jetzt so 2 davon, 3, 4 davon. Nee, noch 2 davon. Dann ist er voll. Bestätigen. Oh, Schweinchen sind drin. Alle drin, wunderbar. Kannst du im Hof zurück. Einmal zum Weino. Sehr schön, Weg hast du auch gefunden. Perfekt. Können wir uns mal drum kümmern? Ich weiß noch. Jetzt geht's wieder los. Wo habe ich? Ich bin da. Und ich weiß, ich habe hier eine Wasserstelle. Und ich hätte hier eine Wasserstelle. Wo habe ich noch Wasserstellen? Hier ein? Nee. Hier müssen wir zum Landhandel. Machen wir mal zum Landhandel. Da weiß ich, da bin ich mir sicher, dass ich da eine habe. Ja, du kannst kurz warten. Danke. Glück ist nicht so weit. Bin ich auch mal gespannt, ob es so funktioniert. Mein erster Test jetzt. Ist schon dunkel hier im Wald, ne? Jetzt habe ich gerade gedacht, ich habe da irgendwo noch eine, aber nee. Hätte ich mal einen Hotspot gemacht, ich die mal noch mit eingefügt, dass man sieht, wo die sind. Und das nicht gleich wieder vergisst, ey. Oh Mann. Stimmt, doch, hier war es, genau. Mensch. So, hier können wir hin noch. Bin ich mal gespannt, ob das alles so ist schon richtig. Ja, es läuft. Oh, sehr schön.
Aber ich bin mir jetzt hier. Nee, davon brauche ich kein Geld bezahlen. Die waren. Die Trigger waren so eingestellt, dass die kostenlos waren, oder? Muss da eigentlich kostenlos sein. Sehr schön. Das funktioniert auch. Haben auch alles richtig eingebaut. Ich freue mich. Wenn wir die Tiere reinsetzen und dann. Ja, ach, ist schon wieder Feierabend denn. Aber den können wir. Nee, warte, wir können gleich mal hier. Im Schweinehof, genau. Machen wir weiter. Ich denke mal, dass mein. Der ist schon angekommen. Mal hier Menü aus. Ich denke mal. Da keine Markierungen dabei. Obwohl, nee, halt. Ich würde hier sein, oder? Ja, hier, genau, hier kommt. Hier kommen die Tierchen rein. Ranfahren. Ja, ah, zu langsam. So, alle rein da. Und bestätigen. Sehr schön. So, meine ersten Schweinchen sind drin. Das heißt für uns, wir können das mal jetzt hier. Oh. Ich würde sagen, Feier machen, aber nein. Bei diesen Fahrkünsten ist das nicht so einfach. Hier vorbei mal schleichen. So. Jetzt aber. Ich danke auf jeden Fall fürs Reinschalten. Wasser und Co. werde ich gleich machen. Die werden es in der nächsten Folge. Werdet das denn noch sehen. Wenn die Tiere schon mal alle so verfliegt sind. Danke auf jeden Fall fürs Reinschalten. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Gucken, ob ich denn auch hoffentlich mal wieder die Hopfach so weit vorbereitet habe, dass wir was anderes machen außer Karotten ernten, weil das kommt ja hier auch noch auf uns zu. War ein kleines Feld, aber wird sich, ob ich auch so eine Folge hinziehen. Jo. Ja, auf jeden Fall Dankeschön und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!